Moin und willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Ja, wir haben den Kupferhammer weggebracht, wir haben die Quest somit abgeschlossen und Technologie, Bautechnik. Es fehlen also nur 333,2 Punkte Bautechnik und dann haben wir unsere Mine. Oh, ich freue mich da so. Das ist ein gesamtes Game um das Einzige, wo ich mich noch richtig drauf freue. Materiallager 3, schön und gut, aber wir kommen auch ohne klar. Bauhütte ist natürlich praktisch, aber das kann man auch von Hand machen. Hier ist unsere wunderschöne Scheune. Die wird den Fokus der heutigen Folge einnehmen, also im gewissen Rahmen wird sie das tun. Rahmen. Entschuldigung. Wir werden Flächen bauen. Flächen bauen für Landwirtschaft. Wir werden hier ein paar Häuser hinstellen noch, damit der Landwirtschaftsbetrieb hier am Laufen bleiben kann. Also momentan können da 6 Arbeiter rein. Das heißt, wir bräuchten 3 Häuser mit perfekt ausgebildeten Landwirten, um hier voll zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber auf der anderen Seite soll hier auch noch eine Mine hin. Entsprechend wird das wahrscheinlich das kleinere Problem sein. Ich finde jetzt, für die ist auch diese Hausgröße eigentlich gar nicht das große Problem. Ist ja eigentlich ganz schön. Sache ist, die größeren Häuser sind natürlich cooler. Vielleicht sind sie dadurch, dann sind sie vielleicht glücklicher. Ich wollte mal ganz kurz gucken, was wir hier wie gebaut kriegen. Was habe ich denn noch im Inventar halbwegs aufgeräumt? Natürlich nicht. Bitteschön. Dann habe ich schon wieder 4 Sachen gefunden hier. Und Strohhut. Muss ich aber wieder verkaufen. Strohhut verkaufen geht immer gut. Ach ja, und ich habe irgendwo noch eine Bronzeschaufel gefunden. Und eine Bronzeaxt. Wo ist sie denn? Hier, scheiße, ich kann es auch behalten. Ja, direkt runter. Bin hier rübergelaufen von Hornika unterwegs, hab wieder eine Schatzkiste gefunden, wo eine Bronzeschaufel dran war. Denk mir, jo, nehme ich. Sache ist, es kann sein, dass unsere Holzstämme jetzt hier ausgehen. Oh, warte, wir haben 200 schon wieder vergessen, was ich sagte. Der Typ vor der Kamera labert schon wieder Nonsens. So, seid ihr überhaupt da? OBS, bist du da? Ah, hatte schon gerade ein bisschen Angst. noch. So. Nehmen wir große Häuser oder bleiben wir bei denen? Ich finde die Häuser hier schicker als die großen. Muss ich ganz klar sagen. Nur irgendwie müssten sie ja alle in gutem Zusammenhang stehen zueinander. Hast du auch hier die Holzfällerhütte? Eigentlich brauche ich sie nicht, aber auf der anderen Seite ist da eine Werkbank drin, damit ich mir hier Bretter machen könnte. Das ist für spontane Bau. Also zumindest jetzt, während wir am Großumbauen sind, glaube ich, gar nicht so das Schlechteste. Wo bist du denn noch? Du bist normaler Weg, ne? Das ist normaler Weg. Okay. Lass uns doch mal gucken, wie hier der Winkel ist. Eigentlich ganz geil. Hier mitten rein ist große. Bisschen Abstand vom Weg, kriegen wir hier ein riesengroßes Feld hin. Leute, ihr müsst, glaube ich, alle umziehen. Also, wir räumen erstmal auf. Wege weg. Es wird eine verdammt große landwirtschaftliche Fläche hier. Überlegen, ob ich auch auf die Maxfelder gehe, also hier 16x16. Speziell für Flachs ja eigentlich geil. Zack, zack. Wie weit komme ich denn hier?
11. 11 geht schon da. Dann können wir hier schon mal... Aber wir müssen hier wahrscheinlich eine Menge Bäume fällen. Und hier die Häuser. Da muss ich mal gucken, wo ich die hinsetze. Muss ich wahrscheinlich alle ein bisschen versetzen. Du trägst zu viel. Ja, ärgerlich. Ich weiß. Vor allem, ich habe die ganzen Holzstämme schon eingepackt fürs Bauen von Häusern, bevor ich überhaupt weiß, wo ich sie hinpacke. Ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die schlauste Reihenfolge. Ah, das ist ja was anderes. Ah, vor jetzt wird's dunkel, ne? Jetzt gerade bin ich hier angekommen, wollte ich schön fertig machen, wird's dunkel. Das heißt, mit Pech müssen wir gleich nochmal zu Fuß hinlaufen. Aber ist dann so. Inventar. So. Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Nochmal hier. Oh, 16. Geht bis hier ran. Und in die Richtung? Ich glaube, wir würden jetzt den 16x16 Feld hinkriegen. Die Häuser müssen weg. Haus und Holzstück müssen weg und hier die Bäume. Oh, das könnte ja funktionieren. Aber auf einer Seite, wenn ich hier so große Felder mache, wird das bestimmt kritisch. Schon so. Oh. Gibt da nochmal wieder ein paar Stöcker für uns. Ach, das Hauptproblem wäre dann jetzt hier, wenn ich die Holzverlöte wegnehme, dass für mich die Möglichkeit wegfällt, hier spontan Bretter zu machen. Ah, scheiß drauf. Problem ist das Haus. Das muss weg. Aber wenn ich das aber wegreiße, mache ich Leute unglücklich. Und nicht nur ein bisschen. Wahrscheinlich sogar sehr. Oh Gott, mein Lager wird schon langsam wieder voll. Aber das wäre dann schon mal das erste Gebäude, was wir machen können. Hier eine Küche überflüssig. Gerada arbeitet hier. Wilhelm dort. Ich muss irgendwo ein Haus hinsetzen. Die Leute umziehen lassen kann. Ach. Sie jetzt einfach auf die Straße setzen, ist auch echt böse. Aber ich will wissen, ob ich dann 16x16 Feld hinkriege. Holzstamm. Gebäude. Häuser. Einfaches Haus. Versuchen wir es einfach mal mit der Größe weiter. Okay, zwischen... Und da passt es nicht. Pack den da jetzt einfach hier hin. Wie schlau das ist, keine Ahnung, wir werden sehen.
Aber wir machen erstmal auch Stein. Weil Steine haben wir genug. Steine haben wir wirklich genug. Muss ich ganz klar sagen. Bretter brauche ich für so ein Dach. Ja, Alter, so ein großes Haus braucht nur 80. Der Unterschied ist marginal. Wow. Ich verteile mal ein paar Holzstämme. Es wird leider stockduster. Wir werden es nicht schaffen, das Haus jetzt fertig zu bauen. Nein! Nein! Aber ich werde versuchen, mal alle Holzstämme reinzupacken, die wir haben. Also nicht die, alle, die wir haben, sondern alle, die da reinpassen. Das dürfte ja das kleinere Problem sein. Hoffe ich. Bitte. Gut, oben der Pfeil, ich sehe noch, wir haben ein bisschen Zeit, das kriegen wir eigentlich schon hin. Ja, toll. An den kaputt gehenden Hammer hatte ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt, auch denken können. Ne? So. Hammer. Old Hammer. So. Oh, es wird wirklich richtig düster. Bretter. Na, vielleicht schaffe ich das noch. Aber jetzt wird es sehr dunkel. Das werde ich das durchziehen. Da habt ihr nicht sonderlich viel von der Folge. Leider. Ich kann aber einfach mal 72 Bretter da hinlegen. Und dann wird Steinen wiederkommen. Kann ja auch ganz schnell passieren, dass ich den Kram ja wieder abreiße. Ganz klar gesagt, weil wenn mir das mit meinen Feldern in die Quere kommt, dann weg damit. So. Auf zur nächsten Jahreszeit. Happy Winter. Oh. Mürrische Dorfbewohner. Wegen der schlechten Stimmung deiner Dorfbewohner ist ihre Arbeitsleistung gesunken. Keiner will arbeiten. Versuche, mit ihnen zu reden. Oh. Hab ich schlechte Stimmung? Ich hab da auch nur ein oder zwei, die unglücklich sind. Ich muss gleich mal gucken. Auswählen. Du hast die Leute zur Vernunft gebracht. Sie sind immer noch ein bisschen launisch, aber sie sind jetzt eher bereit, dazu normal weiterzuarbeiten. 20% ineffizienter. Was ist denn mit euch? Warum? Aber jetzt nicht die Kinder, die gerade geboren wurden, oder? Die sind doch alle glücklich. Wer ist da ganz glücklich? Kunigunde. Schön.
okay. So komplett random ist, finde ich das irgendwie echt bescheiden. Hi. Hi. Hello there. Ah, Zuleihung 64%, passt schon. Have a good day. Kümmern wir uns drum. Winter. Was haben wir denn jetzt hier? Weizen. Weizen und Roggen. Das heißt, ich muss im Frühling daran denken, die Weizen- und Roggenfelder zu machen. Ich schreibe mir das mal auf. Nochmal ganz wichtig. Ding. So richtig, richtig analog. So. Abriss für Weizen und Roggen notiert. Das Problem ist, ich könnte natürlich jetzt hier auch die Felder einfach wegnehmen, aber da ist Dünger drauf. Das wäre Hammerverschwendung, wenn die hier mal ein paar hundert Dünger jetzt hier raufgehauen hätten und ich dann die Felder abreiße. Deshalb nach und nach. So, wir müssen jetzt wieder hoch. Wir wollen dann ein Haus fertig bauen und mit Feldern arbeiten. Herrlich. Oh, vielleicht passiert was Cooles. Wir haben eine neue Jahreszeit. Ah. Geht's gut, oder? Ah. Ihr gefüttert? Ja, ihr werdet gefüttert. Habe ich neue Schweine? Nö. Aber auf jeden Fall könnte ich bald mal was. Also, ich müsste mal drüber nachdenken, welche ich davon verkaufe. Also, mein Eberhard und meine Sautrude, die werden definitiv bleiben. Aber alles weitere, wie viel Steuern muss ich bis jetzt bezahlen? 6.600. Wir haben jetzt drei Jahreszeiten hinter uns. Das heißt, ich kriege wahrscheinlich pro Jahreszeit 2.200 Steuern dazu. Das heißt, rein theoretisch müsste ich ja das nächste Mal wieder auf knapp 8.800 kommen, oder? Das heißt. Ich habe kaum mehr Steuern als im Jahr davor, habe aber jetzt schon 6.500 Geld. Damit kann ich leben. Notfalls verkaufe ich halt wieder ein paar Bronzemesser oder so. Ja, alles da. Laufe ich hier überhaupt richtig? Ja, wenn ich dem Weg jetzt richtig folge, müsste ich bei mir rauskommen, wo ich jetzt wo wir eben gerade mit den Feldern gearbeitet haben. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es unterwegs noch was zu erleben. Wäre ehrlich gesagt wünschenswert. Und dann nach Feldern. Pass auf, Jahreszeit wächst die ganzen Bäume nachgewachsen, wo ich gerade aufgeräumt habe. Das wär's ja jetzt auch. Kann ich gleich nochmal Bäume fällen an der gleichen Stelle. Kann ja mal schnell passieren. Muss das sein? Muss das sein? Ich muss mein Eisenfall einsammeln.
Ja. Wie war das jetzt Sünde? Keine weiteren Pfeile? Gut. Eigentlich wäre es doch der perfekte Ort, um was zu verstecken, dieser kleine See hier. So. Sind wir bald da? Und wie wir das sind. Ach, schön. So, wir sind da. Fälle hier oben können wir ja lassen. Und wenn ich hier natürlich noch optimieren könnte. Läufst du einfach durch das Haus? Was ist denn mit ihm? Warum nicht? So, warte, erstmal hier. Fleisch kann ich gleich wegpacken. Ich brauche Steine. Ich habe hier keine Steine mehr. Oh! Habe ich die Steinproduktion so weit runtergefahren, dass die mit den Werkzeugen alles verbrauchen? Okay. Ich mal wieder nachjustieren, glaube ich. Erstmal hier ein Haus bauen. Ach, erstmal provisorisch, damit ich das andere abreißen könnt. Wahrscheinlich werden in der Mine auch zwei Leute arbeiten können. Das heißt, mit Optimalbesatzung, wenn ich hier wirklich die perfekten Paare wohnen lasse, brauche ich vier Häuser. Zwei Arbeiter für die Mine und sechs für die Scheune. Beziehungsweise irgendwann haben wir auch Scheune 3 freigeschaltet, bestimmt. Ausdauer. Gutes Gespräch. Der Hammer macht sogar mit. Sehr schön. Schlechte Stimmung, ey. Hier, das Event fand ich jetzt wieder doof. Meinen Leuten geht's gut. Zumindest haben sie alle einen grünen Smiley. Das heißt für mich, dass es denen gut geht. Ich merke auch gerade schon wieder. Rein von der Zeit her, wenn wir heute nicht viel mit Feldern machen können. Es geht beim nächsten Mal dann erst richtig los. Aha, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Habe ich mir insgesamt ein bisschen anders vorgestellt, aber naja. Ist halt normal, da kommt das eine, kommt das andere und auf einmal ist die Zeit rum. Typisch für solche Spiele. Ist das Kampfmusik? Hm. So, wer wohnt hier? Svitun. Ach, ihr sollt sowieso umziehen, aber Svitun? Bitte ins andere Haus. Und nimm deine Familie mit.
ja frisches Baby und ich dachte, sie das Haus weg. Tja, eine Sauerei, oder? Komm mal her. So, weiter geht's. Ah, Reittier ist praktisch. Und tschüss. Tja, das war's mit deinem Haus. Muhaha. So, aber das erste Feld kriegst du schon mal angezeichnet hier, oder? Gebäude. Landwirtschaft, Feld. Wollte ich den starten hier? Ich würde mal sagen, ich mache auch nicht 16 mal 16, sondern aber 16 lang ist schon gut. Ah, das Schild ist im Weg. Okay, Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Echt 10? Oh, yep. Nicht 16 mal 5 hin? Ich 10 mal 5 als Feldgröße. Oder 16 mal 10? Lass uns mal versuchen, 16 mal 10 zu nehmen. Richtig, das ist auch schon groß, aber 16 mal 16 muss nicht sein. Man kann ja nicht ganz übertreiben. Mal 10. Perfekt! Möchtest du das hier direkt lügen oder was ist dein Plan? Okay. Scheint hat sie einfach nur Spaß am in der Gegend rumgehen. Okay. Mal 10. Müsste ich mal gucken, ob ich das dann hier nochmal an den Rand kriege. Noch ein weiteres 16 mal 10. Fände ich ja eigentlich geil. Dafür müsste ich natürlich erstmal wieder Leute loswerden hier. Also aus irgendwelchen Gründen habe ich hier Kampfmusik. Ich weiß noch nicht warum. Das Rohstofflager müsste auf jeden Fall da weg. Ich werde mal gucken, ob das hier in die Ecke passt. Und den Weg hier. Wenn das hier in die Ecke passt, das wäre natürlich ein Träumchen. Probieren wir mal aus. Das brauchen Stämme. Gib mir Stämme und zwar nicht wenig.
Gut, ein paar habe ich auch noch da. Holzstamm. Nee, nicht an der Weide. Gebäude. Lager. Lager 2. Jetzt stellst du natürlich, ne? Jo! Jo, passt! Hey, ist, da kann ich das hier wegreißen gleich. Noch einen weiteren. Ich hätte gerne noch einen Hammer. Egal, was ich jetzt tue. Hammer! Und Holzstamm. Nice. Nehmen wir das Materiallager nämlich mehr in die Ecke. Gut, wäre anders gedreht, vielleicht auch noch cool gewesen. Aber ich bin gerade froh, dass ich überhaupt eins jetzt hier hingekriegt habe. Und auch das, was wir jetzt hier machen, das ist einfach dieser ganze. Ich baue mal kurz ein Lager 5 Meter neben dem alten. Ja klar, ist natürlich Ressourcenverschwendung in dem Sinne, aber gibt auch ordentlich Punkte. Das darf man dabei jetzt nicht vergessen, also es ist nicht für nichts. Komm, das Lager bauen wir nochmal schnell zusammen. Holzstamm. Alter, das frisst ganz schön viel Holz. Das ist heftig. Okay. Stamm. Halt Stamm. Wahrscheinlich wirklich zu viel. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Nur meinen Baubonus irgendwie gerettet kriegen. Irgendeine Wand zu bauen. Danke. Aber ich brauche echt viel Material gerade. Wo brauche ich jetzt Bretter? Bretter, Bretter, Bretter. Mit 92 Bretter. Mist, damit mache ich jetzt mein Baubonus wahrscheinlich kaputt. Mist. Mist. Ja, Mist gebaut. Egal. Ach, hier sind sogar nur zwei Teile. Ich habe hinten sind auch drei. Bei vorne ist ja auch aus drei Teilen, glaube ich. Das Mitteldach. Ach, es ist nur das Mitteldach, was als einzelnes Element zählt. Ah! Materiallager fertig. Perfekt. Das heißt, weg mit dem alten. Nicht, dass jemand noch auf die Idee kommt, dass ich doppelt Steuern zahlen soll, ne? Ah, die Kiste ist ja noch aktiv währenddessen.
praktisch. Okay, erstmal, ich hab das gerade fast verkackt. Tag. Wunderschön. Gehe ich jetzt hier mit Glück noch ein 10er Feld neben. Blick würde ich gerne einmal wagen. Bin gerade ein bisschen drin. So, warte, hier. Weg ist zu nah dran. Weg ist immer noch zu nah dran. Nein! Ja, gut. Das spielen wir beim nächsten Mal damit rum. Ich bedanke mich da mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir werden unsere Felder hier mal ordentlich aufbessern. Oh, ich bin sehr gespannt, wie das alles insgesamt wird. Und ob die Rechnung überhaupt aufgeht, was wir da tun. Also abwarten, Tee trinken, das Beste hoffen. Gute Bewertung da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao.